Herzlich willkommen wieder zurück zu Valkyria Chronicles. Man hört nur den Wind jetzt gerade in dieser Schleichmission hier, mitten im Wald. Suchscheinwerfer sind überall. Und wenn wir Pech haben, macht uns das Mörser hier sehr zu schaffen. Aber wir haben ein klares Ziel. Wir müssen hier rüber mit Welken und mit Alicia. Und ich hoffe mal, wir können das auch richtig umsetzen, das Ganze. Sehen wir doch einfach mal. Sie schauen jetzt schon mal in unsere Richtung hier, die beiden. Aber wir sind zumindest im hohen Gras. Und haben, glaube ich, doch einen ganz guten strategischen Punkt da drüben. Ich werde sie auch nicht direkt anschießen. Ich werde mich auch nur erstmal dort verschanzen. Das war noch nicht so geplant, aber gut. Weil so gesehen... Du brauchst nur 2 Schuss, echt? Na, dann mach das doch. Das finde ich dann wiederum in Ordnung. Sehr schön. Ja gut, und hier nehmen sowieso beide sie ins Kreuzfeuer. Das finde ich eigentlich auch nicht unbedingt schlecht. Man könnte natürlich auch eine Granate schmeißen. Aber lassen wir es mal gut sein, weil der Shock Trooper ist natürlich sehr gefährlich. Gut, okay. Der nächste Mörser-Einschlag. Selbstverständlich. Und erstaunlicherweise dreht sich dieser Typ auch gar nicht um. Na sowas. Gut, wenn er meint. Mit Welken können wir theoretisch auch anderweitig stürmen. Leider brauchen wir schon ein bisschen viel hier. Klar, er hat nicht das beste Aiming. Es ist eben nun mal ein Shock Trooper. Auf Distanz jetzt auch noch. Aber besonders lustig ist das auch nicht gerade. Und ich kann eigentlich nicht wirklich großartig das alles hier überbrücken. Das könnte sehr schwer werden und ist vielleicht sogar problematischer noch. Dieser Teil, The Immortal, muss weg. Oh ja, das war sogar relativ gut. Ja, wir wurden nur ganz leicht erwischt diesmal. Ausgezeichnet. Und Alicia kann ja später einfach quasi durch, ne? Die hatte eigentlich kein Problem damit. Wunden sind auch längst wieder geheilt. Und du brauchst ja eigentlich auch nicht großartig viel zu treffen hier. Oh lol, diese Perspektive ist ja witzig. Fast wie bei dem Ego-Shooter gerade. Nett. Okay. 5, 4, 2 da. Ausgezeichnet, das war wunderbar getroffen. Hätte man kaum besser machen können, sehr schön. Okay. Jetzt dann nur noch kurz hier vorbei. Na, ist schon relativ kurzweilig das alles hier, aber... Ich glaube... Wir haben es dann auch erstmal, oder? Hier. Da drüben geht der Suchscheinwerfer ja gar nicht so weit. Und hier sind natürlich noch ein paar Minen verstreut, aber wir müssen uns als nächstes eh ins Gras legen, würde ich sagen. Vielleicht gibt es auch noch irgendwo so eine komische Pflanze, dass wir Alicia endgültig heilen können, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ach doch, da drüben, ja, Tatsache. Sehr, sehr cool. Na dann. Immer schön rüber mit uns hier. Und da ist schon wieder ein weiterer Pfad. Genau, dann gehe ich jetzt mal hier hin und wir warten kurz. Jetzt kann Welken erstmal hinterher und ja, wir müssen ja sowieso das hier überschreiten. Das haben wir also alles richtig gemacht. Schön ruhig an die Sache rangehen, dann passiert auch nichts, ne? Eben. So im hohen Gras könnte man natürlich auch Minen verstecken, das wäre auch voll fies einfach mal. Jedenfalls hier, bitteschön, das dritte mittlerweile. Oh, there's some more Ponysera again. Oh. The pain's mostly gone now. Thanks again. Na, jetzt spürst du fast keine Schmerzen mehr. Sehr schön. So, Welken, is that stuff edible? Why? Are you hungry? Huh? No, I'm just... I wondered if I could use it in a new bread recipe. Oh, I see. Well, the flowers have a sweet nectar to them, so it could be good. You tease me. We're sneaking around the woods and you're thinking of baking bread. I don't want to hear it, nature boy. Okay, okay. Well, let's move on.
Na sowas, ja. Immer ans Essen hier denken oder was. Oder backen. Hängt ja auch alles zusammen irgendwo. Ich glaube, hier sind wir schon ganz gut verschanzt, oder? Ich denke, wir sollten vielleicht doch lieber mal den Zug beenden. Denn Kommandopunkte sparen sich auch immer so schön an. Das ist immer sehr angenehm. Der Feind macht gar nichts. Wahrscheinlich haben wir irgendwo noch versteckte Feinde, könnte ich mir jetzt vorstellen. Der nächste Einschlag ist auch noch da drüben. Das ist gar nicht mal so lustig. Noch dazu. Ich glaube, es wäre doch klüger, wenn in dem Fall mal Welkin vorausrennt. Je nachdem, was auf uns wartet, könnten wir es vielleicht auch schon durchschaffen direkt. Ich warte jetzt nur kurz, weil der Suchscheinwerfer, da war ja hier zu sehen. Der geht doch relativ weit, aber er ist doch sehr langsam im Vergleich, ne? Genau, also man kommt, glaube ich, schon durch. Okay. Auch wenn wir aufpassen müssen. Da drüben ist auch noch einer. Geht der eigentlich durchs hohe Gras durch? Lasst mal sehen. Ja, der geht sogar durchs hohe Gras. Das heißt, dem sollten wir einfach nur so folgen. Das kann aber sein, dass Alicia es nicht direkt schafft. Ich weiß es nicht. Oh, da drüben ist schon das Ziel. Ach so. Oh, cool. Okay, this is probably a safe distance. I wonder if Alicia's almost here. Sehr gut. Okay, da ist gar nichts mehr. Wow, dann war ja wirklich die letzte Herausforderung diese eine blöde Shocktrooper das letzte Mal. Moving out. Da war ich dann doch ein bisschen zu voreilig. Ansonsten hat da eigentlich alles, denke ich, ganz gut gepasst, aber da hätte man sich etwas zurückhalten sollen. Aber so geht die Mission dann zumindest schön auf. Da hätte ich mir auch gar nicht so viel unbedingt ansparen brauchen, glaube ich. Wobei, naja, es wäre schon knapp geworden dann. Lieber auf Nummer sicher gehen. Könnte sein, dass es dann vielleicht nur ein B- oder C-Rang ist, was weiß ich. Zugzahl ist da immer am wichtigsten, wobei in dem Fall kann man ja gar nicht so schnell durch, ne? Can't beat the smell of fresh soil. Und du musst dich auch da direkt dranhalten an diesem Teil. Wird nicht anders möglich sein, weil das ist leider ein bisschen schnell. Aber hier zum Beispiel kann man, glaube ich, ganz gut durch, ja. So schaffen wir es dann auch. Wunderbar. Na dann, ne? Haben wir es, ja. Operation complete. Sehr schön. So sollte das sein. Phew. We should be safe here, at least for a little while. Let's look for a spot where we can rest. Right. It's too dark to cover much ground, even if we tried. Ja, es war ein B-Rang. Sehr schön. Reicht mir völlig aus. Auch wenn man sicherlich einen Zug hätte einspannen können. Vielleicht sogar zwei, ich weiß es nicht. Naja, zwei ist, glaube ich, enorm schwer wiederum. Beziehungsweise, na gut, wenn man sich an diesen Gegnern dort vorbeischleicht, aber dann kriegt man die Waffe nicht, ne? Who'd build a cottage way out here? Not that I'm complaining or anything. How's your ankle holding up? Sorry to make you walk so far on it. No, it's not too bad. Don't worry. That's good. Still, let's get an herbal compress on it just in case. It just figures you'd know about herbs, Welkin. Well, this here is called Aloe Severa. It's a succulent in the lily family. There's a jelly substance inside its leaves that helps combat swelling. I should start calling you Dr. Nature. Very well, Doc. I entrust my ankle's care to you. All right, that should do it. How's it feel? A little weird? No, it's nice and cool. Thanks, Doc. I'm just glad we found something to help you. The pain should ease with time, too. So, Welkin, what got you interested in nature to start with? Well, I don't know. I guess it had a lot to do with my dad's influence. General Gunther's? Yeah. Whenever he came home, we'd take a trip collecting bugs in the mountains or swimming. Somewhere along the way, going on those trips turned into a love of nature for me too. The general out collecting bugs? That's unexpected. Maybe so. I guess other people see him as a big, stoic military hero. He had his own share of worries, though. Yeah? My mom died as a casualty of the First European War.
I don't think Dad ever got over the fact that he couldn't protect her. But everybody else was always praising him for being a great hero. The war won him respect and adulation, but it also cost him the love of his life. I think that always weighed on him, that question of what he fought the war for. I had no idea. But when he was out in the woods playing with me, he was always so bright and happy. Maybe I fell in love with nature because it always put the smile back on my dad's face. Oh, Welkin. Ja, eine sehr traurige Geschichte dazu. Ganz schön übel. Schließen wir doch diese Seite auf jeden Fall mal ab und dann mal sehen, wie es weitergeht. Alicia, someone's coming. Freeze! Welkin, what? He's badly wounded. I'm surprised he can even walk. Help me! Welkin, do something! Well? It's no use. The wound's way too deep. It hurts. It's so dark. Oh, God! Mother! Mother! It's okay. Don't be afraid. Mother's right here. Everything's fine. See? Yes. It's... Huh. Das ist auch übel. Da muss man erstmal tief durchatmen, finde ich. Relativ emotional, auch wenn es eine völlig fremde Person jetzt hier ist, aber... Ganz schön üble Situationen, in die sie da reingeraten sind. Wir gucken mal, wie es weitergeht. You find the boss and Alicia? No, still nothing. Isara. How about you quit messing around and help us look? The Edelweiss still requires maintenance. Your own brother's gone missing here, and you'd rather be doing maintenance work than look? It's because he's missing that I'm doing this. We have no idea when he'll be back, but... making sure the Edelweiss is ready for him is the best thing I can do for him now. Not like I care either way. I hear what you're saying, kid. Just be sure you rest up while you can. You've been working since first thing this morning. You're Squad 7's only tank pilot. If you pass out on us, we're all toe up. Hear me? Getting a good night's rest is another thing you can do for your brother right now. I understand. Thank you for your advice, Largo. Sure. Das Gesicht zum Schluss. Aber Largo ist eigentlich auch ziemlich in Ordnung. Man merkt, dass er seine Vorurteile relativ schnell irgendwo abgelegt hat. Dass ihm das Menschliche hier deutlich wichtiger ist. Ist eigentlich voll in Ordnung. Auch wenn seine Wortwahl manchmal sehr deftig ist, aber okay. Ist halt etwas direkter, was das betrifft, aber durchaus hat auch Largo ein großes Herz. Wir... Schau mal, wie es weitergeht. So viel
wieder mal. Welkin, I couldn't do anything for that poor man. He was lying there asking me for help, but all I could do was watch him die. That's not true. You helped him in a way only you could, Alicia. The look on his face when he passed on wasn't one of pain. No, I guess you're right. Thank you, Welkin. I'd always just thought of the Imperials as monsters out to kill Gallians. But they're just as human as we are, huh? With families of their own to fight for. Yeah, they are. It's like the war started and we all forgot that. It's so simple, but if we weren't at war, he might be back at home with his family now. Hey, Welkin. Did I ever tell you I don't have one? A family, I mean. I grew up in an orphanage. I don't even know my parents' names. No, you didn't. But maybe I'm actually lucky, huh? If you never have a family in the first place, you can't ever lose them. I guess being all alone has its perks. Don't even joke about it. You know you're not alone. You've got me and Ys, everybody in Squad 7. We're all a family now, Alicia. Squad 7? A family? Sure. I'm the dad, you're the mom, Rosie and Isara are like daughters. And Largo is the grandpa. Come on, can't you see it? If he heard that, you know Largo would kick your butt. Sure, we have our share of fights, but they say that best friends fight the most, right? Yeah. So don't go saying you're all on your own, you hear me? All right, Welkin. And thanks. Huh? Eine Überraschung zum Schluss. The helmet and rifle? They belong to Fritz, sir. Are you two the ones who laid him to rest? Yes. There are signs of medical treatment inside the cabin, sir. Why then? Explain to me the reasons you had to save his life. He was delirious. He was crying out for his mother. We may be enemies in this war, but we all have families waiting for us at home. As a human being, I couldn't just sit by and watch a man in pain without trying to do something. We always called him a mama's boy, sir. And now... Sorry, Fritz. I wish we could have been there for you. And you, son, do you have a family? Yes. I have a younger sister. And I have another sort of family as well. I have the soldiers of my squad. I see. I have a wife and daughter back at home. I feel the same as you. My men are like a second family to me. Thank you. Thank you for honoring Fritz as you did. I'm sure his mother will appreciate it. I suppose we'll meet again on the battlefield. I'm sorry for that. You both seem like good people. For now, so long. Well, I guess we should hurry back and join the squad. You're right. Tja, und auch noch ein ganz erstaunlicher Imperialer hier. Tja, hätten sie hier diesen Fritz nicht geholfen, wären sie jetzt vielleicht gefunden worden und wer weiß, vielleicht hätte man sie gefangen genommen, direkt erschossen, wer weiß das schon. Irgendwas davon sicherlich. Also sie haben ja richtig gehandelt hier. Und nochmal ein ganz netter Kontrast, gefällt mir sehr, das so zu beobachten. Wir gehen nochmal kurz in die Headquarters. Ich bin mir nicht ganz sicher,
Habe ich jetzt hier eigentlich noch Zugriff auf was Neues? Ich weiß es nicht genau. Okay. Es müsste schon pro Chapter sein, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich war mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Das heißt, es hat sich auch hier nichts verändert, beziehungsweise wir haben doch eine neue Waffe bekommen. Ich glaube, es war eine Shocktrooper-Waffe, oder? Wartet mal. Ich denke, ja, wartet. Das ist die hier, ne? Was zum... Hat das Ding irgendwas Besonderes? Achso, ich schaue gerade bei der Granate unten, ich bin auch ein Trottel. 223,45. 35, 58 ist schön und gut, wobei der Range ist nicht so wichtig. Also auf 120er ist in Ordnung. Zudem, dass Aiming glücklicherweise sich nicht unterscheidet, ist ein nettes Teil. Gib ich mal weiter. Ich glaube aber, sonst hat sich hier nichts getan in der Zwischenzeit. Was wir allerdings tun können, ist auf jeden Fall unsere Erfahrungspunkte kurz zu investieren. Das werden wir schnell noch machen. Eigentlich sollte es allmählich doch Richtung Elite gehen. Ich gehe jetzt doch nochmal auf 10. Ich warte die ganze Zeit drauf. Ich will endlich meine ersten Elite-Soldaten haben. Echt immer noch nicht. Hat das so lange gedauert? Ich hatte das echt nicht mehr so im Kopf. Dann sollten wir hier weitermachen. Ist einfach so. Aber man könnte natürlich auch wieder Scharmützel ausnutzen, ganz klar. Ja, neues Potenzial ist schon mal sehr gut. Das sind eh die wichtigsten Einheitentypen, so oder so. Gerade im Late Game will man seine guten Shocktrooper haben, die am besten eine Elite sind und ordentlich abgehen und Scouts kriegen. Ein sehr wichtiges Utensil, das meiner Meinung nach auch, ja, eines der besten im Spiel ist. Wie auch immer. Wir verlassen das Ganze hier. Und können eventuell doch schon mal kurz reinstarten ins nächste, oder? Ich weiß es nicht. Reingucken können wir auf jeden Fall. Ja, ich denke nicht, dass ich jetzt noch großartig trainieren möchte, aber danach vielleicht mal wieder mal gucken. Ich meine, wir sollten gut dabei sein. Came from around here. The rest of the squad may still be in combat close by. Ah ja, okay, also einige Schüsse fielen hier. Mhm. Da unten befindet sich das Basislager des Feindes. Okay. Ach so, da geht dieser Fluss durch, ne? Genau, das sieht man hier auch. Interessant. Wir haben einiges an Verteidigungsstellungen aufgebaut. Und eine Barriere, beziehungsweise halt irgendeine Mauer oder so, die nur ein Panzer zerstören kann. Genau, wir werden hier getrennt von diesem Fluss. Ich sehe gerade, da drüben befindet sich anscheinend auch eine Leiter. Vielleicht ist eine gute Scharfschützenposition. Ah ja, wir können auch so lange nicht Gebrauch von der Edelweiß dort machen. Das ist natürlich problematisch. Ach, stimmt hier richtig. Ja, ja, genau. Welken muss sich da darum kümmern, logisch. Wir müssen also so schnell wie möglich hinkommen und dann unseren Angriff vorbereiten. Schlussendlich müssen wir nur das Basiscamp einnehmen. Ah ja, und der Feind weiß, dass wir nicht Gebrauch machen können von unserem Panzer momentan. Deswegen werden sie sich richtig ins Zeug legen. Und so lange müssen wir quasi hinter Sandsäcken und so weiter aufpassen. Ja, und wir können leider so lange auch keine Befehle geben. Das ist natürlich alles ziemlich einschränkend, das ist klar. Was sage ich da oben? Also wir haben hier wahrscheinlich Alicia und Welken in dem Fall jetzt genau. Ist auch mal interessant, das hier zu sehen. Juno und Audrey. Ich glaube, niemanden davon habe ich dabei. Aber ganz interessant mal. Okay, das heißt, wir brauchen am besten Leute mit Camp Defender. Das wäre sehr schön. Aber du bist generell halt auch wirklich, wirklich gut. Deswegen kommst du hier mal mit an die Front. Aber ansonsten will ich, wie gesagt, meine Defender haben. Mensch, Damage Boost ist auch super. Trotzdem, du bist Camp Defender, ne? Fearless Will, Tank Hater, Lancer Hater. Boah, das passt. Ich glaube, du passt hier ganz gut rein gerade heute. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas in diese Richtung brauchen, aber Lago gibt immer den Extra-Punkt, quasi einen Kommandopunkt. Deswegen platziere ich ihn so oder so immer ganz gerne. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir hier auch noch jemanden aufstellen würden.
Ja, normalerweise ist er sowieso schon einer der Besten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse dich mal weiter hinten. Das ist, glaube ich, besser. Wenn das heißt, der Gegner pusht so extrem, dann ist das natürlich problematisch anderweitig. Wollen wir noch jemanden aufstellen? Also einen Scout? Ich weiß es nicht genau. Für den Fall, dass später die Edelweiß kommt, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir hier noch jemanden haben. Ach, Maintenance, Lacey und Moody. Ach Gott, ich glaube, wir sollten echt mal aufpassen, dass wir irgendwann hier noch bessere bekommen. Furchtbar. Das ist schon witzig, die Ingenieure hier so voll verpeilt oder haben keinen Bock, irgendwas zu machen. Super. Sehr amüsant auf jeden Fall. Was haben wir denn hier noch? Dass wir hier noch jemanden aufstellen. Er ist auch nicht unbedingt schlechter. Ambush Spotter heißt, dass er vorbereitet ist, wenn der Gegner uns rushen will vielleicht. Sogar. Ich probiere es mal aus. Und schlussendlich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh für solche Leute hier unten. Ich glaube, es ist immer noch besser. Wir haben hier ein bisschen Undercover-Fire etc. Du bist halt auch super, ne? Born Leader ist, glaube ich, auch nicht schlecht, ja. Dann würde ich allerdings ganz gerne Lago dort drüben positionieren, dass ihr nochmal Plätze tauscht. Du bist jetzt ganz rausgekommen. Warte mal, wer war das jetzt? Du, ne? Genau. Ja, so finde ich es ein bisschen besser. Vielleicht kann es ja auch nicht schaden, wenn man irgendwie noch einen Lancer dabei hat. Weiß nicht. Man weiß ja jetzt auch nicht, ob die selber nicht Panzer haben oder so. Deswegen ist das, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Mal kurz das Ziel angucken. Genau, wir müssen schon sehr vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob die Edelweiß übrigens irgendwo rumsteht. Nicht sogar vielleicht. Dann wäre ein Ingenieur natürlich doch gut, aber dann könnten wir auch einfach jemanden zurückbeordern. Muss man natürlich jetzt die Mission kennen. So spontan kann man das nicht wissen. Okay. Das heißt, theoretisch sind wir damit auch fertig, oder? Naja, wir können schon mal reinstarten, kurz. Genau, euch sollte es ja mittlerweile auch besser gehen jetzt wieder. Alicia, how's that ankle doing? Just fine. I'm A-okay here. I saw some black smoke in the distance. That could be the other Sevens. But black smoke would mean they could be engaging the enemy. Right. There could be enemies near us, too. Let's get back to the others ASAP. Okay, alles klar. Und hier haben wir auch noch eine Panzerkanone. Oh. Das ist natürlich übel. Ach nein, das ist das Mörser. Ja. Wie sie ja so ein voll realistisches Bild von der Mörser irgendwie drin haben. Okay. Ganz ungewohnt. Oh. Oh Mist. Mehrere Sniper sind ja auch noch stationiert. Aber wartet mal, da oben haben wir doch diese Leiter. Und Edelweiß kann aktuell nicht bedient werden, ne? Ich sehe dich hier nur gerade, aber ich glaube, wir können das nicht auswählen, oder können wir das jetzt doch auswählen? Aber ja, wir haben tatsächlich feindliche Panzer, also war es doch sehr gut, dass ich Lago mitgenommen habe. Zu Beginn können wir auch noch dem Mörsergeschütz entfliehen. Dem hier würden wir sowieso eher in den Rücken fallen, ne? Und Alicia hat ja aktuell auch eine bessere Waffe. My turn, okay? Das kommt da auch noch dazu. Ach so, verdammt, hier muss man so drumrum gehen. Hier ist natürlich die Brücke kaputt, ist klar. Da ist der Sniper. Wir brauchen nur 4 Schuss. Oh, Defense down, ich hasse sowas. Gut, ein Sniper kann sich ja nicht sofort wehren, das ist immer ganz praktisch. Schauen wir mal ein bisschen auch so, schön drumrum. So, einfach mal kurz gucken. Ah ja, sieh mal einer an, da sind ja ganz schön viele. Es wäre, glaube ich, nicht schlecht, hier eine Granate reinzuschmeißen später. Ah ja. Ihr wisst ja gar nicht, wie euch gleich geschehen wird. Haben sie eigentlich auch Shocktrooper dabei? Ja, es sind alles Shocktrooper. Oh. Das ist echt ziemlich gefährlich sogar. Ich glaube, wir müssen später irgendwie so drumherum gehen, ne? Und dann hier. Leider gibt es ja immer noch keine Befehle. Ich glaube aber, dass erstmal die Granate, wenn die zielsicher platziert wird, uns am meisten hilft. Das ist schon extra so gemacht, dass man die hier auch drüber schmeißen kann. Zumindest die Deckung kann ich ihm schon mal kaputt hauen. Auf die Art und Weise.
Auch wenn ich am liebsten halt auch noch auf ihn hier losgehen würde. Aber wir haben ja auch noch Welken. Wir können erstmal so ein bisschen Granats schmeißen. So. Ah, perfekt. Ausgezeichnet. Das hat richtig wehgetan. Hoho. Sehr cool. Ja, lala. Einfach ganz in Ruhe vorbei. Okay. Das heißt aber auch, so lange sind wir quasi in Sicherheit und das ist sehr, sehr gut zu wissen. Die schauen jetzt auch alle in eine Richtung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier dann ganz schnell vorbeirenne, müsste ich ihnen eigentlich auch in den Rücken fallen können, ne? Wir haben ja eigentlich genug Range. Ich renne jetzt mal ganz kurz durch. Oh, da drüben ist noch einer, verdammt. Den habe ich nicht gesehen vorhin. Gerade noch vorbeigerannt. Das ist jetzt hoffentlich nicht auch noch ein Shocktrooper. Okay, das ist ein Scout, alles in Ordnung. Dachte schon. Da schlägt natürlich das Herz erstmal höher hier. Es wäre nicht schlecht, wenn wir erstmal die Kanone auch ausschalten können, glaube ich. Die Sniper können wir ignorieren, wenn wir da drüben stehen. Die sind ja gar nicht so schlimm. Sogar. Einfach schön dran vorbei. Oh, da war eine Mine, wirklich. Ich habe die nicht gesehen auf Mist. Wow, die war gut platziert. Oh Gott. Super. Das ging voll an mir vorbei. Ganz, ganz toll. Wieder mal super gemacht. Ganz großer Applaus. Oh, sehr schön, haben wir direkt erledigt. Achso, der andere hatte Deckungsschutz, ne? Ja, hat er auf jeden Fall. Ah, da drüben ist auch eine Mine, okay. Gut, der hier ist ja schon fast erledigt. Das heißt, man sollte eigentlich auch gut durchkommen können, ne? Okay. Ja, wir sollten, glaube ich, trotzdem unsere Ressourcen hier nutzen, um das hier zu erledigen. Weiß nicht, wie gut wir gegen Mercer vorgehen können. Ich habe keine Ahnung. Moving out. Come on, pull it together. So, wir haben eh schon Defense down. Ah, sehr schön. Nicht, dass das hier so notwendig ist, glaube ich, aber ist auf jeden Fall eine schöne Hilfe. Also ich glaube, hier steht dann noch keiner mehr, ne? Hier ist natürlich die blöde Mine, aber die habe ich schon gesehen. Genau, hier können wir ihnen in den Rücken fallen zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr schön. Sis Street the Lynx. Okay, das ist gefährlich. Aber gut. Zur Not müssen wir noch kurz die Leute aus dem Mörserbereich rausbringen, weiß ich nicht. Kommen wir hier schon wirklich realistisch durch? Ich könnte jetzt auch erstmal die anderen beiden hinter die Deckung stellen, das wäre ja auch völlig in Ordnung, glaube ich. Weil ich meine, noch ist dieser Mörserbeschuss ja eigentlich grenzwertig, ne? Das würde jetzt nicht so viel ausmachen. Weiß nicht, wie viel der Feind übrig hat. Ich sehe gerade, dass der hier uns zum Beispiel auch sehen kann aktuell, das ist gefährlich. Sehr unschön alles. Ja, man muss schon vorsichtig sein mit den Ressourcen, aber wir können auf jeden Fall ihn ausschalten dann. Und vielleicht auch hier schon den nächsten. Vielleicht, wenn ich von der Seite ein Kreuzfeuer benutze, dann... naja, ich glaube, es ist doch sicherer, wenn ich von hinten reinschieße. Weil wenn der uns dann hier sieht und schon mal draufballert, ist es nun mal ein Shocktrooper. Blöderweise hatte ich jetzt einen Minenschaden, sonst würde ich das wahrscheinlich sogar machen. Aber gut, wie auch immer, Leute. Ich würde sagen, das war's dann auch für heute. Beim nächsten Mal können wir dann... schön weitermachen hier. Insofern natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Valkyria Chronicles.